Heute verbauen wir in meiner Maschine die Corsair QL 120 mm im Dreierpack mit Controller on Board. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr zu meinem Technikkanal eingecheckt habt, zum neuen Video, wieder dabei seid. Ja, ich hatte die Original vom Gehäuse hier drin und die haben ja eigentlich, das waren die ML-Lüfter, die haben ja nicht so zugesagt, die waren auch laut und ich wollte es auch ein bisschen einheitlich hier haben und deswegen habe ich mir gesagt, okay, machen wir nochmal, kaufe ich mir ein Dreierpack, ist schon länger verbaut und außerdem soll die Maschine jetzt nun mal endgültig auch irgendwann mal fertig werden. Irgendwann gibt es dann nochmal in die, an der Wasserkühlung, an der 360er von Corsair auch nochmal QL-Lüfter drauf, aber das verschiebe ich auf nächstes Jahr. Und zu diesem Einbau, wirklich nur Einbau und ein bisschen gucken, wie die Ausleuchtung ist, würde ich euch gerne herzlich mitnehmen. Wer jetzt hier Unboxing erwartet, den muss ich leider enttäuschen. Wir gehen kurz mal auf die Amazon-Seite, da können wir uns das nochmal schnell angucken, preistechnisch. Und dann geht es dann auch gleich zum Einbau. Und zu diesem Video würde ich euch herzlich einladen. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock und es geht ab zum Corsair QL-Lüfter Einbau-Check. Viel Spaß beim Video. So, hier ist das Ganze nochmal... habe ich ihn mir im August diesen Jahres gekauft. Hier ist der Controller noch im Lieferumfang enthalten und so sehen die Dinge dann natürlich aus. Hier könnt ihr euch noch mal ein Video reinziehen, aber das sehen wir ja gleich. Hier geht es rein technisch um den Einbau. Wir haben 102 einzeln ansteuerbare RGB-LEDs und 4 Beleuchtungszonen, 34 LEDs pro Lüfter. Nur noch mal kurz zu den Daten. Gibt es im Einzelnen Pack für 34, wie gesagt, 114 ist nicht gerade günstig, aber dafür hat man dann auch schon guten Service, weil die direkt von Amazon geliefert werden, falls da mal was ist. Lüftergeschwindigkeit bis 1500 und die sind jetzt schön leise. Jetzt kommen wir natürlich auch zu meinem Einbau. So, achtet darauf, dass er hier anfängt, so ansetzt. Dann machen wir die Kabel hier noch in der kleinen Schlaufe hoch und vor allen Dingen immer so einsetzen. Ja. Nachher, das ist, muss ich noch mal ein bisschen ziehen. So. Muss ich die dann richtig einsetzen. Dann passt das auch. Und dann könnt ihr das hier anziehen. Und dann geht man mit dem nächsten weiter. Wir setzen das erstmal hier oben locker an. So. Damit ihr das dann auch mal seht, wie wir hier die Lüfter möglichst gerade die Schraube. Und dann ist das schon mal gesichert. Dann nehmen wir uns den nächsten. Hier können wir ruhig die alten nehmen. Und auch in der Konfiguration, so wie wir es hatten, lassen. Ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen mit der Hand davor. So Lüfter einbauen dauert nicht lange. Wenn man die alten schon mal raus hat und hat das alles konfiguriert vorher schon, dann ist das ein absolutes kleines Kinderspiel. So, und dann können wir schon mal den nächsten nehmen. Dann machen wir da noch einen Kabelbinder da oben rein und dann ist gut. So, hier müsst ihr natürlich darauf achten, dass er das am Controller richtig anschließt. Hier sind nochmal die einzelnen Kabel der einzelnen drei Lüfter. Und die kann man dann nach der Reihe schön positionieren. Ich weiß, es ist immer, bei mir ist richtig ordentlich Kabel verbaut. Das ist schon nicht einfach, den ganzen Kabel Strang hier zu händen. Also wie gesagt, erst da reinstecken, da ist auch eine Klemme drin, beziehungsweise den könnt ihr nicht verkehrt rum reinstellen. Also immer sachte und vorsichtig arbeiten, damit ihr auch nichts kaputt macht. Und wenn ihr dann alles verkabelt habt, könnt ihr dann noch mal ein paar Kabelschild oder Strapse oder wie auch immer da rum machen. Dann wird das, damit es dann hinterher dann auch ordentlich aussieht. Die sind alle bei mir mit Magneten hintergemacht, damit man dann auch mal nochmal später nochmal drankommt. Dahinter oben rechts ist die Lüftersteuerung dran, damit kann man dann auch die einzelnen Lüfter nochmal steuern. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, das anzuschließen, damit ihr die dann auch über die IQ-Software steuern könnt. Eigentlich recht einfach. Das Einrichten der IQ-Software oder beziehungsweise die Ansteuerung, die werde ich euch demnächst nochmal zeigen. Da machen wir mal ein extra Video drüber. Also hier sind schon... glaube ich 1, 2, 3, wenn ich das noch so richtig sehe, 15, ja fast 10 Lüfter verbaut, könnte man halt sagen. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal die Ausleuchtung an und dann geht es dann auch gleich weiter.
sieht das Ganze dann nochmal in der vollen Dings aus. Und ja, da gibt es nichts zu meckern. Jetzt sehen wir uns jetzt zu meinem Endreview. So, was mir jetzt wichtig war, ist, es ist leiser geworden. Es ist einheitlich. Die RGB-Ausleuchtung ist natürlich viel schöner, ne? Weil ist ganz klar, die geben wesentlich mehr Licht ab. Das kann man sich besser einstellen. Man kann die Lüfter besser einsteuern und runtersteuern. Dass das nicht mehr so laut war, weil teilweise bei Livestreams hat man es dann doch schon gehört. Wenn die dann hochgefahren sind, gerade in den Sommermonaten und Ziel erreicht, würde ich sagen. Gut, sie sind nicht billig, aber es sind wirklich die absoluten besten Lüfter, die es von Corsair zu kaufen gibt. Und beziehungsweise, ich habe alles immer gerne von einem Hersteller, dann sieht das erstmal optisch schöner aus und man hat dann nicht tausendmal irgendwelche Software, die man da installieren muss und. Ich kann die wirklich weiterempfehlen. Ich habe die als 140er verbaut, als 120er war sowieso schon drin. Deswegen habe ich gute Erfahrungen darum gemacht. Okay, sie sind nicht ganz billig, aber es lohnt sich. Und da gibt es nichts dran zu maulen. Für die Leute, die auf RGB stehen, finde ich es die besten Lüfter, die es dort irgendwie zu kaufen gibt. Ich packe euch das ganze Set natürlich in die Videobeschreibung. Wem es interessiert, kann gerne diesen Link nutzen. Das ist ein Affairs-Links. Da supportet ihr den Kanal. Da schon mal danke für. Ihr könnt natürlich einkaufen, wo ihr wollt. Das ist jedem selbst überlassen. Ich finde sie absolut klasse. Ich habe mein Ziel damit erreicht. Und irgendwann werde ich, wie gesagt, nochmal in die drei hier austauschen, wenn es dann mal so weit ist für die Wasserkühlung, für die Caplex, für die Elite 360. Ja, Video ist zu Ende. Ich hoffe, der ein oder andere konnte mal sehen, wie man Fans einbaut und wie man das anschließt. Tod ist hinterher nachgesprochen worden. Das hat damit zu Grunde, dass ich damals noch mein altes Mikro hatte, das Rode, und das fing an zu streiken. Ja, und wem es gefallen hat, natürlich Abo da lassen, Daumen hoch, ne? Daumen hoch, Abo da lassen. Ja, schon mal danke. Wir wollen natürlich auch langsam mal die 4000er knacken. Das wäre jetzt langsam an der Zeit und auch mal schön. Da schon mal danke für. Produkt, wie gesagt, ab in die Videobeschreibung, wen es interessiert. Nächste Video ist natürlich am Start und für die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. Ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden. Geht fröhlich weiter. Wir haben hier noch Videos am Start und bis dahin sage ich Tschüss und Bye Bye. Bis zum nächsten Technikcheck. Euer Darky. Ciao, ciao.